Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Bevor wir uns diesem Spiel widmen, möchte ich noch eine kleine Erklärung, naja, Erklärung kann man nicht sagen, weil das wird sich so anhören, als würde ich mich rechtfertigen. Also eher eine kleine Information, warum es so lange nichts mehr auf meinem Kanal gab. Und zwar, wollte das Universum, sag ich jetzt mal, nicht, dass ich aufnehme. Und zwar, ich war 2 Wochen lang ganz, ganz fett erkältet, leider. Mit dicker, dicker Grippe lag ich im Bett und war komplett flach. Dann fängt hier jetzt schon wieder eine an zu bohren. Also hier in meinem Haus sind sie gerade am Renovieren. Ich hoffe, man hört es nicht. Es geht mir echt schon ein bisschen auf die Nerven. Weil jetzt habe ich mal Zeit gefunden, aufzunehmen und die fangen an zu bohren. Ich könnte es feiern. Aber was wollte ich jetzt sagen und nicht lügen? Der hat mich jetzt vollkommen aus Konzept gebracht, dieses Bohren. Genau, nachdem ich gesund wurde, klar, hier, jeder hat sein eigenes Leben noch, jeder muss zur Arbeit gehen. Ich mache es ja nicht hauptberuflich, es ist für mich nur ein Hobby, was ich liebe und gerne mit euch teile, den Spaß an dem Spielen. Und dann noch was Positives zu sagen, und zwar, ich werde umziehen. Das kommt auch noch hinzu, dass nicht mehr jetzt im Moment regelmäßig was auf meinen Kanal kommen wird, leider. Ich versuche so gut wie es geht vorzuproduzieren und dann das hochzuladen, damit ich auch Zeit habe. Ich habe schon sehr viel gepackt, Umzugskartons, aber ne, jeder, der selbst mal umgezogen ist, weiß, dass das nicht einmal von heute auf morgen geht, denn Vorbereitung ist das A und O. So, ja, ich glaube, das war alles, was ich euch sagen wollte und das war jetzt auch, denke ich mal, genügend Gelaber. Das waren jetzt über 2 Minuten Gequassel. Nichts, was mit dem Spiel zu tun hat. Und jetzt widmen wir uns dem Spiel, denn wir spielen The Cat Lady. The Cat Lady ist von den Machern von Downfall, wie man vielleicht schon sieht, ist ein Horror-Adventure-Game. Und die Hauptprotagonistin in diesem Spiel werdet ihr mit Sicherheit kennen. Ich habe es am Ende von Downfall schon erzählt. Und zwar spielen wir Susan Ashworth. Wir erfahren, was bei Susan abgeht, was abgeht allein, was ihre Story ist, und ich habe es schon gespielt. Das Spiel ist von 2012 und ich habe es, glaube ich, oh, Entschuldigung, ich bin schon wieder gegen das Mikro geballert, ich hoffe, man hat es nicht gehört. Dieses Spiel ist auch ein älteres Spiel. Ich persönlich habe es direkt nach Downfall gespielt, also es ist auch schon wieder sehr lange her. Wie gesagt, ich glaube, es war 2016. Und ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, was da jetzt war. Ein paar Sachen natürlich. Was die Rätsel betrifft, weiß ich nicht. Aber wenn, dann sage ich das auch, dass ich das weiß. Und wenn ich nicht weiterkomme, dann wisst ihr Bescheid. Okay, da hat Kümmel gerade keine Peilung. Aber jetzt, es ist wirklich, artet sehr, sehr lang aus. Und ich höre jetzt auch auf zu quatschen. Sorry, Leute. Und wir beginnen ein neues Spiel. Wichtig ist vorab noch zu sagen, bei diesem Spiel muss man sehr oft speichern. Genauso wie bei Downfall. Und das kann ich natürlich am besten. Aber wir beginnen jetzt ein neues Spiel. Und ich wünsche euch viel Spaß. My name is Susan Ashworth. I live alone in this old 2-bedroom flat. I rarely go outside. Some would say it's a lonely life, and I guess that's true. But I don't like people's company. Not lately, anyway. I only trust my cats these days, and I will miss them dearly, but they will understand, like they always have. Teacup stays with me till the end. He watches me, as if he knew. Because earlier tonight,
I swallowed a whole bunch of pills. They're legal, of course. Prescribed by my doctor for my sleeping problems. But I've taken 34 of them. All I could find in the cupboard. And now the room around me spins in a blurry tango as my heart slows down. Any second now, I will be dead. I feel calm. I'm ready for it. I've only got one thing to say now. Thanks for nothing. Goodbye. So Leute, und schon sind wir im Spiel drin und ja, was haben wir am Anfang erfahren? Wir haben am Anfang schon die krasse Sache erfahren, dass Susan Selbstmord begangen hat. Und ich vermute mal, dass sie jetzt gerade vielleicht in so einer Art Zwischenwelt ist. Und hier haben wir eine komische Hütte. Okay, drücke den Pfeil nach oben, um das Interaktionsmenü zu öffnen. Wechsle zwischen den Optionen mit hoch und runter. Drücke Enter zum Bestätigen. Wir untersuchen erstmal die Hütte. Ich fühle mich seltsam hingezogen zu diesem Ort. Ich muss einen Weg finden, dieses Vorhängeschloss zu öffnen und hineinzugelangen. Abgeschlossen. Okay, da können wir leider noch nichts machen. Und wo befinden wir uns jetzt? Autowrack. Teile, kaputte Autos, was ist hier los? Oh, ich habe gedacht, da ballert gleich was runter. Ja, schön. Drücke hoch, um das Interaktionsmenü zu öffnen. Wechsle zwischen den Optionen mit hoch und runter. Drücke Enter zum Bestätigen. Dann wollen wir mal schauen, was wir im Krankenwagen finden. Ich kann nicht weitergehen. Dieser Krankenwagen blockiert den Weg zum Tunnelausgang. Vielleicht gibt es überhaupt keinen Ausgang? Versuchen wir mal, die Tür zu öffnen. Schauen wir mal, was drin ist. Abgeschlossen. Okay. Dann kommen wir hier also nicht weiter. Huh? What's making that noise? Hello? Who's there? Answer me! Wow. Okay.
Hallo Leiche. Und wie wir schon erahnen können, wir sind es selber. Und wir schauen genauer hin. Das bin ich, mein kalter, toter Körper direkt vor meinen Augen. Was tut er hier? Ich sehe so ruhig aus. Meine Augen, so ziemlich das Einzige, was ich an mir mochte. Selbst jetzt leuchten sie noch ein wenig. Da ist eine Schüssel drin. Entschuldigung, ich hab's überdrückt. Verdrückt, überdrückt. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Den nehme ich lieber mit. Können wir den Mund nicht zumachen wieder? Okay. Drücke runter für das Inventar. Wähle den Gegenstand aus. Enter. So, untersuchen. Vor nicht allzu langer Zeit hätte nicht mal ein Schlüssel meinen Mund geöffnet. Und jetzt finde ich heraus, dass ich einer in, dass einer in ihm war. Okay. Dann versuchen wir doch mal aus dem Tunnel rauszugehen. Ich hoffe, es stürzt nichts ein und wir kriegen eine Betonplatte auf den Kopf. Renn! Huch. Das war aber knapp. Okay, und wir kommen auch nicht wieder zurück. Dann probieren wir mal den Schlüssel bei der Hütte aus. Also ich fühle mich hier in diesem Tunnel auch nicht sehr wohl. Wirklich, es ist wieder so eine sehr beunruhigende und beunhagliche Situation hier. Oh, hallo. Okay, wir nehmen den Schlüssel und benutzen ihn mit der Tür. Dieser Herzschlag ist sehr komisch. Bretter, untersuchen. Das Loch wurde mit diesen Brettern vernagelt. Auf dem Schild darunter steht Notfallstromschalter. Gefahr. Wir versuchen mal zu ziehen. Ich bin nicht stark genug, um sie mit meinen bloßen Händen abzureißen. Schaue durch. Da ist definitiv etwas. Ich bin mir nicht sicher, aber es sieht wie ein Schalter aus. Okay, der Herzschlag wird immer heftiger. Wir schauen uns mal die Maschine an. Wo das Leiden zu lange währt, da kann das Herz zum Stein werden. Braucht es weiteres Leiden, um die Maschine wieder anzuschalten? Vielleicht bin ich albern. Das ist immerhin nur irgendeine alte Maschine. Wie seltsam. Es scheint kein einziger Schalter oder Knopf an dieser Maschine zu sein. Wie stellt man sie an? Tja, das ist die Frage. Aber wir kommen hier im Moment noch nicht weiter. Deswegen versuchen wir mal, dem hübschen Tierchen zu folgen. Aber hier draußen ist wirklich eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Sehr ruhig, sehr angenehm. Obwohl jetzt die Musik sich schon wieder ein bisschen verändert hat. Und wir folgen mal dem. Okay. Hängender Körper. Mein toter Körper, wie er von einem Baum hängt. Ich sollte Angst haben, aber ich fühle mich einfach leer. Warte, was ist dieses glitzernde Ding um ihren Hals? Ist das ein Schlüssel? Da
Das Seil ist verknotet. Es würde Stunden dauern, diesen Knoten zu öffnen. Okay, was ist hier mit der Tür? Können wir die öffnen? Die Tür scheint von der anderen Seite blockiert zu sein. Okay, dann kommen wir hier nicht weiter. Dann brauchen wir irgendetwas, um das Seil loszumachen. I can't remember this place. Am I lost? Okay. Wir sind jetzt irgendwie ganz anders. Jetzt folgen wir mal der Krähe. Okay, und hier war der Hirsch. Wer hat das getan? Der war doch aber eben noch am Leben, der Hirsch. Ist noch jemand hier? Zieh das Messer raus, definitiv. Okay. Tür. Entriegeln. Okay. Ah, okay, alles klar. Dann nehmen wir das Messer und schneiden das Seil los und schneiden die Leiche ab. Schau genauer hin. Das werden wir tun. Und es ist wieder Susan. Es ist wieder sie selber, was sie ja auch schon gesagt hat. Ich sehe aus, als würde ich nur schlafen. Wir durchsuchen die Tasche. Und wir nehmen den Schlüssel. So. Okay. Dann verlassen wir diese Szene erstmal und ja, wo gehen wir hin? Wir versuchen mal wieder nach rechts zu gehen. Weil der Ort scheint sich ja auf jeden Fall hier zu verändern. Zumindest sah es eben nicht so aus. Und nein, wir hatten dieses Tor definitiv nicht. Was für ein scheußlicher Anblick. Da gebe ich dir sowas von recht, Susan. Zumindest ist nicht mein Kopf auf diesen Stangen. Oh, das könnte man vielleicht ändern. Vielleicht ist hier jemand, der das ändern möchte. Es ist natürlich abgeschlossen. Und deswegen benutzen wir den Torschlüssel, um das Tor zu öffnen.